Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Zitronen-Käsekuchen-Muffins mit Mohn. Viel Spaß! Zunächst wird ein Rührteig hergestellt. Dafür benötigen wir weiche Butter, Zucker und Vanillezucker, eine Prise Salz und Abrieb einer Bio-Zitrone. Das alles wird erst einmal mit dem Handrührgerät vermischt. Danach gebe ich ein Ei dazu und rühre das ebenfalls unter. Außerdem benötigen wir Weizenmehl. Zum Mehl gebe ich Backpulver dazu und gemahlene Mohnsamen. Das alles wird gut miteinander verrührt. Außerdem gebe ich noch den Saft einer halben Zitrone mit in den Teig. Danach kann auch das vorbereitete Mehl eingerührt werden. Somit ist der Rührteig fertig und wir können zur Herstellung der Käsekuchenmasse übergehen. Hierfür nehme ich Magerquark und gebe Zucker dazu. Als nächstes kommt der Saft der restlichen Zitronenhälfte hinein. Und auch hier gebe ich ein Ei dazu. Außerdem gebe ich noch Vanillepuddingpulver dazu und verrühre das Ganze, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. Und dann wird der Rührteig auf die 12 Muffinförmchen verteilt. Es werden genau 12 Muffins. Ihr könnt also den kompletten Rührteig verteilen. Und dann mache ich mit dem Löffel jeweils eine Mulde in den Teig. Und in diese Mulde kommt dann die vorbereitete Käsekuchenmasse hinein. Und als eine kleine Besonderheit, als ein i-Tüpfelchen sozusagen, habe ich mir überlegt, auf jeden Muffin ja so einen halben Teelöffel Zitronengelee drauf zu geben. Das gibt den Muffins nochmal den richtigen Zitronenkick und verstärkt den Zitronengeschmack. Und so können die Muffins dann in den Ofen. Ich habe ihn bereits auf 170 Grad vorgeheizt und backe die Muffins ca. 25 Minuten. Nach dem Backen habe ich die Muffins natürlich abkühlen lassen. So toll sehen sie jetzt aus. Das Gelee ist ein bisschen abgetaucht. Das ist aber eigentlich auch der Clou an der Sache, denn wenn man in den Muffin reinbeißt oder wie ich jetzt den Muffin anschneidet, dann sieht man die zitronige Überraschung. Und der Muffin schmeckt wirklich mega frisch, mega zitronig. Ich kann euch das Rezept wirklich wärmstens empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao!